Der Bacha-Wal ist eine nicht von der FCI anerkannte Hunderasse aus Kaschmir, Herkunft und Geschichtliches. Der Bacha-Wal-Hund, ein Molossa, ist ein Herdenschutzhund in PIR Panjal-Bergbereich Kaschmir. Die Wirhirten der nomadischen Stämme züchteten ihn, um Hab und Gut zu beschützen und die Herden zu bewachen. Er soll zu den ältesten Rassen des Himalaya gehören. Beschreibung: tiefenbrüstig, muskulös und agil. Der Kaschmiri-Schäferhund hat einen geraden Rücken und breite Schultern. Der Körper ist hochbeinig, mit mächtigem Hals und großem Kopf. Das Fell ist mittellang mit reichlich Unterwolle in Schwarz und diversen Brauntönen, auch dreifarbige und gescheckte Hunde kommen vor. Je nach Gegend variiert die Größe zwischen 60 und 75 cm Schulterhöhe. Wesen: berühmt für seine Loyalität gegenüber seinen Besitzern, seinen Mut, aber auch seine Wildheit und unermüdliche Aktivität schützt er das Hab und Gut, ist aber auch aggressiv gegen Fremde und Beutegreifer.